Lohn. Steht AFK rum und wird von mir hier hochgepumpt. Hier bekommst du noch ein Herz, ein Hellmaste bekommen. Hier bekommst du noch 2 Mana-Sterne. Naja, so ist das Leben. Nichts tun und alles bekommen. Ich werde mal schauen, ob ich mich jetzt in die Crimson kämpfe. Damit ich mir eine Schleimkrone zurechtmachen kann. Ich meine, 20 Glibber und eine Goldkrone brauchen wir. Wir haben so ungefähr geplant bis 0 Uhr zu streamen, also so etwa 3 bis 4 Stunden waren geplant. Ja, das hier kann ich verbot. Ja, im Moment erstmal nicht. Im Moment geht noch alles. Du musst ja auch auf der anderen Hand auch verstehen, es ist, immer was sehr Persönliches, wenn wir hier so einen Terraria-Stream machen und jemand vom Chat gerne mitmachen will. Zum Joinen muss man halt entweder die Hamachi-Adresse haben oder in Steam befreundet sein und sowas. Hä? Was? Mit dir rede ich gar nicht! Ich hab dich übrigens vollgepumpt. Voll mit was? Du hast jetzt ein Herz, 2 Mana-Kristall, die kannst du mal benutzen und einen Helm hast du von mir bekommen. Ah, wunderprächtig. Ist immer so eine Sache mit Leuten, die man gerade erst kennengelernt hat, direkt so sehr in Kontakt zu treten. Ich hatte es früher auf dem YouTube-Kanal, hatte ich auch Leute, die ich überhaupt nicht gekannt hatte, die immer gerne dabei sein wollten. Also immer ein bisschen unangenehm am Anfang. So, 140 Leben. Ach. Ja, und die 2 Mana-Sterne dürftest du 3 Stück haben, wenn du nicht schon einen gemacht hast. Ich habe jetzt 2 Stück. Kannst du einfach benutzen, die addieren sich dann recht zu dem Stern, den du im Hub hast. Ich bin gerade auf dem Weg, die Schleimkrone fertigzustellen. Wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob wir das jetzt schaffen werden, so mit der Ausrüstung. Mir wäre schon ein Bogen ziemlich lieb. Ich glaube, das sollten wir dann gleich nochmal schauen, dass wir irgendwie Gold bekommen oder sowas. Bogen? Ja. Ein bisschen Fernkampf ist schon ganz gut gegen Bosse. Was natürlich wirklich optimal wäre, wäre... Du kannst mal in den Kisten schauen, ob wir einen Gravitationstrank haben. Oder Witz, ich muss die Tür abbauen. Das... Ach, die mit der Kiste davor. Ja. Federschutztrank. Nee, Gravitationstrank, das müsste ein lilaner sein. Na, hier nicht. Und dann könnte ich mal schauen, ob ich eine fliegende Insel finde. Und da haben wir dann die Chance, das Sternenwutschwert zu bekommen. Das ist gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich meine, so 20 Damage müsste das machen, plus den Effekt von der Sternschnuppe. Nein, so einen Trank haben wir nicht. Schade. Schleimkrone, da ist sie. Wo bist du gerade? Unten? Ich bin in der Crimson. Man muss die Sachen, um Bosse zu beschwören, muss man an den Crimson-Altaren herstellen. Oh. Soll ich hinterherkommen, oder? Ne, ich bin wieder auf dem Rückweg. Ich habe die Schleimkrone gemacht. Ach, wollen wir schon direkt den ersten Boss beschwören? Zumindest schon mal anfertigen, aber wie gesagt, ein Bogen wäre mir ganz lieb. Also mal Gold suchen. Ja, Gold oder meinetwegen auch Wolfram dürfte auch schon reichen. Dann mache ich mir vielleicht ein paar Eisbrandpfeile. Die sind ganz gut. Normale Holzpfeile reichen ja auch, oder? Normale Holzpfeile kannst du mit einer Fackel zu Feuerpfeilen machen und dann noch mit Eis zu Frostbrandpfeilen. Huh. Ich glaube, die Frostbrandpfeile machen dann 9 Schaden oder 8 Schaden und der normale Feuerpfeil einen weniger. Und die haben auch einen Brenneffekt auf Bosse. Wie viel Geld hast du eigentlich? Ich hab
mir den Helm schon geholt. Das habe ich zusammen gemacht. Also einen Helm haben wir schon mal. Dafür habe ich dir meinen Helm, den Eisenhelm gegeben, damit du noch ein bisschen mehr Abwehr hast. Mhm. Dann habe ich noch 8 Silber und 45 Kupfer und ich habe oben in die Kiste nochmal reingetan, was ich vorher übrig hatte. Schnell 8. Wolfram haben wir. Da müssen wir mal gucken. Ja, noch ein Mana-Stern. Sehr schön. Tür auf. Ah, ein bisschen Wolfram habe ich hier noch. Wie viel haben wir noch in den Kisten? Ich glaube, da ist keins gefunden. Na gut. Mal schauen, kann ich mir einen Bogen craften? Kann ich tatsächlich. Wolfram-Bogen. Okay. Plus 15% Tempo, plus 10% Projektiltempo. Also schon mal ein schnelles Feuer, das ist gut. Das mal. Wollen wir dann noch ein bisschen Farmen, da habe ich auch noch so einen Bogen kriege. Ich schau gerade erstmal wegen Pfeilen. Ich schau noch, was wir für Trinker haben, ob uns irgendwelche beim Boss helfen. Nachteulentrank für nachts, Gefahrentrank unter der Erde. Flinkheitstrank brauchen wir nicht bei dem Boss. Schild mal eigentlich Pfeile her. Ich glaube Holz und Stein und dann an der Werkbank oder am Boss. Denk mal. Wann kann ich. Ich werde mir auch mal ein paar machen, ich glaube. Ja, genau, da direkt. Nee, ich kann mir nur Flammenpfeile machen. Moment. Normale Werkbank? Ja, auch. Da, normale Werkbank. Relativ weit oben sind die Holzpfeile. Oben. Ah, ja, da. Also habe ich jetzt keins abgebaut. Egal. Mit Fackeln mache ich Feuerpfeile raus. Die reichen auch erstmal. So, 580 Feuerpfeile, das reicht für einen Boss. Ja. Wir bauen eigentlich nur noch 2 Wolfram, dann kann ich dir auch den Bogen machen. 7 Stück braucht ihr nur, 5 habe ich noch. Damit haben wir das doch. Müsste eigentlich. Ziel haben wir jetzt vor Augen. Moment. Erstmal nach oben gehen. Rückruftrank mitnehmen, damit wir uns wieder nach Hause teleportieren können. Ich nehme mal 2 Stück mit, ich gebe dir einen. Schön. Vielleicht brauchst du gar keinen Rückruftrank. Ach, scheiße. Ja, immerhin kommt ein Grabstein mit mir runter. Komm, immerhin kommt irgendwas hinterher, ne? Ja. Also, das ist jetzt ernsthaft belastend. Ja, das ist jetzt scheiße gewesen, ne? Ich hätte mir das. Dabei hast du doch sogar einen Haken. Ich bin der ohne Haken hier. Ja, ich habe einen Haken daneben oder ich weiß nicht, was passiert. Es ging so schnell. Bisschen Wolfram und Gold gefunden. Links nochmal Wolfram. Ich glaube, so tief müssen wir gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Wolframerz brauchen wir für einen Barren? Aber ich denke, dass ich genug haben dürfte. 17, 18, 20, ja. Wir bauen ja nur 2 Barren. Das schon schicken, ja, müsste eigentlich schicken. Tja, doof, dass ich keinen Haken habe. Das ist super. Egal, wir haben ja Rückruftränke. Haben wir ja satt. So viel haben wir jetzt aber auch nicht von denen. Ach, später können wir nochmal. Kann ich mich nochmal damit auseinandersetzen, wie man die Tränke alle braut und so etwas. Man kann jeden Trank eigentlich herstellen, aber die Rezepte kenne ich echt nicht aus dem Kopf, deswegen. Da muss ich mich dann nochmal mit befassen, welche Tränke wir brauchen.
Oh. Gut, das Zeug hier rein. Hier ist dein Bogen. Jo. So, nimm dir mal Heiltränke. Dann würde ich sagen, machen wir das schnell, bevor die Nacht anbricht. Haben wir noch einen? Gehen wir hier ins Freie. Wenn du bereit bist, rufe ich ihn. Ready? Jo. Ja. Schon auf der Karte gucken, von wo kommt der? Oder portet er sich zu uns? Rechts. Das lief suboptimal für den Anfang. Das lief scheiße. Okay, du musst ein bisschen überleben. Ich habe einen Cooldown zum Respawn. Halt dich! Oh fuck. Oh, das lief ja geil. Das ist ja jetzt Alter, schon eine Katastrophe. Lass mich doch rein. Idiotenschleime. Mist. Spawnt der auch oder bleibt der Boss? Okay, er bleibt. Mein fertig. Wieder. Hey, lass mich doch rein! Blöder kleiner Schleim. Er ist durch die Tür gekommen. Mann, fertig, los. Ohne Tiger. Ich versuche mein Bestes. Wohl. Das ist jetzt suboptimal. Warum? Okay. Geht, geht, geht. Nein. Mist. Der ist fast tot. Da bin ich in das eine Wasserloch gefallen. Das war echt ein Problem. Alter, er hat mich getötet. Kommt er her? Ja, kommt er. Erledigt. Oh, mach ganz viele kleine Schleime. Ganz viele kleine Schleimer.